Deutschland baut. Und wer nicht baut, der kauft ein Haus. Und wer nicht kauft, der denkt darüber nach. Die eigenen vier Wände. Unsterblicher Mythos. Dabei lautet doch die Grundfrage: Mieten oder kaufen? Das sind Miriam Frank und ihr Verlobter Stefan Schindelmann. Sie sind 35 Jahre alt, wollen bald heiraten, bekommen Nachwuchs und sind auf der Suche nach ihrem Traumhaus. Endlich ein Eigenheim besitzen, in den eigenen vier Wänden angekommen sein und die monatliche Miete von 1200 Euro sparen. Die Zinsen sind niedrig, aber das ist für viele nicht alleine der Grund. Mietfreies Wohnen, Altersvorsorge, Selbstverwirklichung in den eigenen vier Wänden, soziales Prestige zählen auch. Also wir zahlen hier momentan relativ viel Miete und wir möchten uns räumlich vergrößern und bekommen auch Nachwuchs. Und deswegen wollen wir uns auf jeden Fall ein eigenes Haus dann zulegen. Für mich ist es deswegen wichtig, was Eigenes zu haben, ein Haus zu kaufen, eine Immobilie zu kaufen, weil ich da einfach die Möglichkeit sehe, mich selbst und unsere Interessen und Wünsche ganz anders zu verwirklichen. Die beiden sind sich sicher. Ist Miete nicht dasselbe wie Geld aus dem Fenster zu schmeißen? Gemeinsame Zukunft, gemeinsame Träume. Ziemlich konkret. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, mit einem schönen Garten, großzügig geschnitten, hell. Dann sollte es eine Sauna haben, gerne einen Kamin. Also ich sag mal so 450.000 Euro müssten wir da, glaube ich, schon investieren. Frankfurt am Main. Betriebswirt und Finanzplaner Michael Huber hört fast täglich die Frage, ist es nicht besser, ein Heim zu kaufen, statt zur Miete zu wohnen? Also ganz klares Nein, kaufen lohnt sich nicht für jeden. Im Gegenteil, es muss sehr, sehr gut überlegt werden, ob das zur eigenen Situation passt. Doch für wen lohnt sich ein Kauf? Wichtig ist, dass jemand genügend Eigenkapital auf der hohen Kante hat, was er entsprechend einbringen kann. Ebenfalls wichtig, ein sicheres Einkommen, ein sicherer Job, heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Und drittens ist es natürlich gut, wenn ich eine gewisse örtliche Planbarkeit habe. Also wenn ich weiß, dass ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren auch dort bleibe. Es genügt aber nicht, diese Bedingungen zu erfüllen. Denn dann ist die Frage, wie teuer darf das Haus, die Eigentumswohnung werden? Faustregel gibt es bei der Frage, soll ich kaufen oder mieten, deswegen nicht, weil regional die Unterschiede sehr, sehr groß sind. Dennoch gibt es natürlich gewisse Obergrenzen, wo man sagt, dann wird es wirklich schwierig, dass der Kauf am Ende des Tages noch rentabel ist. Ein Käufer sollte keinen Preis zahlen, der höher ist als die Miete für 25 Jahre. Miriam Frank und Stefan Schindelmann stellen sich dem Realitätscheck. Lohnt sich der Kauf einer Immobilie für sie wirklich? Und welches Haus ist eigentlich wirklich drin? Wir suchen die Lösung, die wirtschaftlich Sinn macht an der Stelle. Also wir haben da jetzt nicht zwangsläufig die Präferenz, dass wir gekauft haben müssen, sondern wir wollen einfach mit dem Geld, was wir haben und den Ansprüchen, die wir haben, einfach das Optimum an der Stelle rausholen. Michael Huber ist seit 12 Jahren in der Beratung tätig und hat sich angewöhnt, Klartext zu reden. Das Paar bringt nur 10% Eigenkapital mit, zu wenig. Ja, es sind gute 50.000, die wir angespart haben, plus dann nochmal ein gewisser Betrag, der nochmal on top zur Verfügung stünde, der sich liquidieren ließe. Also das ist jetzt kein direkt verfügbares Geld. Vermutlich werden Sie Banken finden, die Ihnen das finanziert. Ich will Ihnen aber ganz klar sagen, dass ich finde, dass das Eigenkapital zu gering ist. Wir empfehlen eigentlich zwischen 25% und 33%, mindestens. Wow. Das Traumhaus muss also mindestens eine Nummer kleiner ausfallen. Einfach deswegen, weil die Planbarkeit natürlich in der heutigen Zeit von Einkommen, von Gehaltssteigerungen sehr, sehr schwer geworden ist. Mhm. Weil in der heutigen Zeit es sehr wichtig ist, einen Puffer zu haben in dem Moment, wenn beispielsweise jetzt eine berufliche Auszeit ansteht im Zuge der Erziehung, in dem Moment, wo temporär Arbeitslosigkeit droht, was heutzutage jeden betreffen kann. Also wir hätten uns einfach krass verkalkuliert, glaube ich, wenn wir diese Beratung nicht gehabt hätten. Insofern Gott sei Dank.
Eine schonungslose Analyse der finanziellen Möglichkeiten. Viele Bauherren und Käufer verzichten darauf. Für Miriam Frank und ihren Verlobten heißt es nun die Ansprüche runterschrauben, das Budget senken und bestenfalls das Eigenkapital erhöhen. Vorsicht, Eigenheimbesitzer, auch an den Werterhalt und die Instandhaltung denken. Wer zur Miete wohnt, muss sich da keine Sorgen machen. In dem Moment, wo ich Mieter bin, und ich sage es jetzt mal etwas salopp, mir das Dach wegfliegt, rufe ich meinen Vermieter an und sage, ich brauche ein neues Dach. In dem Moment, wo ich Eigentümer bin und größere Reparaturen habe, kann das natürlich zu entsprechenden Kostenfolgen führen. Das junge Paar kommt ins Grübeln. Sollen sie wirklich kaufen oder doch lieber weiter zur Miete wohnen? Aber wie ist das mit der Niedrigzinsphase? Die ist ja dann vorbei. Wenn wir jetzt noch 5 Jahre in einer anderen Mietwohnung wohnen, um Eigenkapital aufzubauen, dann könnten wir ja da Pech haben. Niedrigzinsphase hin oder her, das allein ist noch nicht ausschlaggebend genug, um ein Objekt zu kaufen, wenn die Rahmenbedingungen ringsum nicht vollständig passen. Ich kann da aber ein Stück weit Entwarnung geben, weil diese Niedrigzinsphase auch dazu geführt hat, dass die Immobilienpreise sehr stark angestiegen sind. Möglicherweise sind in ein paar Jahren die Zinsen höher. Dafür fallen aber auch wieder die Immobilienpreise, weil die Nachfrage sinkt. Also unsere Vorgehensweise wird jetzt eine andere sein, weil das Budget, was wir uns eigentlich gesetzt hatten, nach den neuen Erkenntnissen dann doch relativ optimistisch war. Und wir uns jetzt nochmal orientieren werden, ob wir auch mit einem kleineren Rahmen auskommen können und da glücklich sind oder dass wir einfach sagen, okay, wir mieten jetzt nochmal weiter. Auch gut zu wissen, dass wir dadurch diese Niedrigzinsphase vielleicht zwar verpassen, aber dass das eigentlich viel auch blindwürdiger Aktionismus ist, der momentan herrscht, wo alle denken, ich verpasse die Chance meines Lebens, wenn ich jetzt keine Immobilie kaufe. Miriam Frank und Stefan Schindelmann haben eine Hausaufgabe. Noch einmal in Ruhe durchrechnen, ob sich ein Kauf wirklich für sie lohnt. Traumschnäppchen oder Albtraumhaus? Die Grenze ist fließend. Eigentlich wollten Klaus und Sigrid Schlenk ein kleines Eigenheim beziehen. Doch jetzt ist das Rentnerpaar heimatlos, wohnt in einem Camper, zieht damit durch Europa. Nach 4 Jahren in Griechenland wollten Schlenks unbedingt zurück nach Deutschland. Sigrid Schlenk verliebte sich in ein Haus in Nordhessen. Das war total toll und ich habe das Haus 2-mal besichtigt und als ich reingekommen bin, habe ich zwar was gerochen, aber es hieß, naja, das ist nur Muffgeruch, das muss gelüftet werden, das ist seit langem leer. Und ich habe mir das dann angeguckt und habe gesagt, das ist das Haus, okay, lüften wir, dann geht der Geruch raus und fertig. Der Preis stimmt, die Lage ist gut, eigentlich ein Traum. Das hat mir einfach ringsherum gut gefallen, der Grundschnitt. Ja, lieber auf den ersten Blick, ja, waren schon auch einige Dinge dran zu machen. Aber das war mir auch bereit, das zu tun, ja. Der Kaufvertrag wird alleine von Sigrid Schlenk unterschrieben, während ihr Mann noch den Umzug aus Griechenland plant. Sigrid Schlenk ist glückliche Besitzerin. Doch der muffige Geruch will nicht verschwinden. Sie bekommt den Tipp, die Nordwand des Hauses genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben dann die Tapete abgemacht an dieser Wand und es war schlimm, es hat gerochen und dann habe ich gesehen, was Sache ist. Man hat unten diesen Wasserverlauf gesehen, wo Wasser eingedrungen ist wohl in dieser Wand. Es hat ganz, ganz schlimm gerochen und dann war mir klar, dass ich Mist gekauft habe. Es riecht eigentlich, ich sage immer wieder, bei der Steindekete im Schrank. Das Schlimme ist, der Geruch ist in dieser Steinwolle. Das, was als Isolierung im Fertighaus ja immer drin ist und das sehr, sehr langsam erst wieder rausdiffundiert. Das ist ja nur ein Teil der ganzen Problematik. Die andere Problematik ist, tritt in dem Fall zusammen auf, ist der Schimmel. Und der Schimmel ist natürlich gesundheitsschädlich. Sie beauftragen die Baubiologin Dr. Kerstin Volkenand mit der Ursachenforschung. Das Ehepaar hofft, dass sich das Problem mit geringem Aufwand beseitigen lässt. Doch die Expertin hat schlechte Nachrichten. Kurz gefasst konnte man eigentlich sagen, dass das leider ein Fehlkauf war. Sie müssen eigentlich, um in dieser Immobilie wohnen zu können, unheimlich viel Geld reinstecken, um tatsächlich die bewohnen zu können. Die geschätzten Sanierungskosten alleine für die Nordwand zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Und das ohne Garantie, dass der muffige Geruch wirklich verschwindet. Mögliche Ursache? Es handelt sich um ein Fertighaus aus den 70er Jahren.
Gerade bei Fertighäusern kann es eben auch sein, dass der Geruch durch sogenannte Chloranisole zustande kommt. Chloranisole selbst gelten heutzutage eigentlich nicht als schädlich. Das Problem ist die Quelle, aus denen diese Chloranisole entstehen. Die entstehen nämlich aus Holzschutzmitteln, die eingebracht worden sind in das Ständerwerk. Und zwar aus chlorhaltigen Holzschutzmitteln, zum Beispiel das Pentachlorphenol. Kurz PCP genannt. Die Herstellung und Verwendung ist seit 1989 in Deutschland verboten. Dieses Holzschutzmittel wird, nachdem Feuchtigkeit eingedrungen ist, durch Mikroorganismen zersetzt und dann entstehen eben diese Chloranisole. Und das muss man ganz, ganz, ganz nachhaltig sanieren. Also das ist ein ganz großer Bauschaden. Das Ehepaar Schlenk versucht eine Rückabwicklung des Kaufvertrages zu erreichen. Vergeblich. Eingezogen sind Sigrid Schlenk und ihr Mann Klaus nicht. Sie wohnen jetzt lieber im Wohnmobil. Wenn ich in das Haus eingezogen wäre, hätte ich gesundheitliche Probleme mitrechnen müssen. Weil diese ganzen Schimmelpilze, die nachgewiesen sind, die können Asthma, Schlafstörungen und sonstige Krankheiten hervorrufen. Und diese Chloranisole ist einfach, sie werden einsam, weil dieser Geruch setzt sich in ihren Kleider oder in den Haaren fest. Das wäre ein Albtraum. Heute ist Sigrid und Klaus Schlenk klar. Kein Hauskauf ohne Bausachverständigen. Die rund 95 Euro pro Stunde Honorar sollte jeder Hauskäufer aufbringen. Ich bin mit Sicherheit zu blauäugig reingegangen, einfach zu schnell gekauft. Ich habe zwar jemanden dabei gehabt, der sich den Keller angeschaut hat, der sich das Dach angeschaut hat, aber auf die Idee, dass das Fertighaus ein Problem hat, wäre ich nie gekommen. Sie können sich das Haus zehnmal angucken und sehen einfach die Probleme nicht, die vielleicht hinter Tapeten oder wo auch immer lauern. Und also auf jeden Fall immer einen Sachverständigen dabei haben. Sigrid und Klaus Schlenk wissen, was sie falsch gemacht haben. Eine übereilte Entscheidung mit fatalen Konsequenzen. Kostenfallen lauern überall, gerade beim Hauskauf. Bei Immobilien legen die meisten ihr Geld an und müssen noch einen Kredit aufnehmen. Miriam Frank und Stefan Schindelmann halten am Hauswunsch fest, haben aber Abstriche am Traumhaus vorgenommen. Ich glaube, ich muss mich von einigen Vorstellungen verabschieden, die ich hatte. Also der eigene Pool im Garten wird es nicht werden. Der begehbare Kleiderschrank. Das sind jetzt nur noch 40 Quadratmeter statt ursprünglich 50. Genau. Nein, es ist schon besser. Unter Vernunftaspekten, die man ja auch betrachten muss. Und wer weiß, was passiert, wenn einer von uns beiden wirklich mal arbeitslos werden würde. Das wäre nicht auszudenken. Und dann würden wir vielleicht alles verlieren. Also lieber ein bisschen tiefer stapeln und dafür auf Sicherheit. Wie viel Geld müssen Sie sich leihen? Und welche Art von Kredit passt zu den beiden? Wichtig ist, keine Angst vor großen Zahlen. Wir gehen aus von einem Kaufpreis insgesamt von 350.000 Euro. Dann haben wir Nebenkosten, Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch und so weiter, die wir mit Größenordnung 5% berechnen müssen, wären 17.500 Euro. Mhm. Ich würde das zur Sicherheit gerne aufrunden auf 20.000 Euro Nebenkosten. Macht 370.000 Euro. Mit 100.000 Eigenkapital fehlen dem Paar also noch 270.000 Euro. Hier kommt die Bank ins Spiel. Gegen eine festgelegte monatliche Zinszahlung stellt die Bank solche Summen zur Verfügung. Dazu kommt die monatliche Tilgungsrate, die die Schulden abbaut. Für ihr Traumhaus entstehen folgende monatliche Ausgaben. Bei der momentanen Zinslage kostet der Kredit pro Jahr 13.500 Euro. Die monatliche Belastung liegt bei 1.125 Euro. Die anfängliche Tilgung mit 2% ist relativ hoch. Normalerweise sagt man 1%, 1,5%. Hintergrund ist, dass das deswegen so hoch gewählt wurde, damit die Darlehenslaufzeit überschaubar bleibt. Mit diesen 2% ist das Paar nach 30 Jahren schuldenfrei. Weil wenn wir hier auf 1% beispielsweise nur gingen, hieße das 46 Jahre. Die liebe Zeit. Das ist eine ganze Menge. Absolut. Jedenfalls noch mal anstrengen. Ne? Ja, genau. Die beiden wären dann 81 Jahre alt. Die Beispielfinanzierung ist noch nicht beendet, denn es gibt noch einen Haken. Allerdings, wenn wir Ihre Belastung uns anschauen wollen, ist die Rechnung hier noch nicht zu Ende. Wir müssen noch zwei wichtige Punkte zusätzlich berücksichtigen. Das eine sind die laufenden Betriebskosten.
Das macht unter anderem bei Strom, Heizung, Müll und Co. 400 Euro aus. Hinzu kommen Rücklagen für die Instandhaltung der Immobilie, 150 Euro. Aufs Jahr gesehen sollte man in etwa 0,5% des Hauswertes beiseite legen. Sodass wir dann in Summe bei 1675 Euro pro Monat liegen. Ein Haus kaufen und gleich Geld zurücklegen? Also ich hätte jetzt zwar auch antizipiert, okay, irgendwas muss man tun, aber jetzt genau welche Größenordnung und so, da hätte ich jetzt pauschal von Anfang an nichts gewusst. Ich hätte gar nicht dran gedacht. Miriam Frank und Stefan Schindelmann kennen jetzt ihren finanziellen Spielraum. Was ist dafür möglich? Gut und günstig kaufen, das wär's. Doch wo und wie wird man fündig? Lage, Lage, Lage. Das ist auch für Miriam Frank und ihren Verlobten Stefan Schindelmann der wichtige Aspekt bei der Immobiliensuche. Ein eigenes kleines Traumhaus und das in der näheren Umgebung von Frankfurt. Wir sind hier mitten im Landeanflug. Doch nicht nur der Fluglärm gehört für die beiden zu den No-Gos. Dass wir nicht täglich weite Strecken pendeln müssen. Dass wir da ja, einfach keine Freizeit dann auch auf der Straße liegen lassen. Genau. Und ich würde auf jeden Fall als No-Go noch bezeichnen, eine Straße direkt vorm Haus, weil ich möchte auch Haustiere haben. Und auch wenn das Kind da ist, also ich möchte da kein Sicherheitsrisiko eingehen, dass was passiert direkt vor der Haustür. Doch wo und wie findet man noch die Traumimmobilie zum fairen Preis? Immobilienexperte Matthias Reiß setzt auf alle Sinne. Es gibt eine Fülle an Informationen über den Markt inzwischen sehr gut verfügbar im Internet. Aber gleichzeitig auch nicht glauben, dass das, was man dort schön aufgearbeitet bekommt, auch immer dem entspricht, was man antrifft. Wohnen ist mehr als sehen. Schmecken, fühlen, riechen gehört alles dazu. Hören, ja, gerade in Innenstadtbereichen. Und das sollte man so auch verstehen. Also nicht sich auf eine Sinneswahrnehmung konzentrieren, sondern wirklich rausgehen, vor die Tür gehen. Das heißt, man muss sich vor dem Immobilienkauf umfassend informieren. Die Lage checken, recherchieren, einfach gut hinschauen und hinhören und die Preise hinterfragen, nicht überall zuschlagen. Sie investieren jetzt viel Zeit für die Suche. Die Anspannung ist groß, Druck, den man sich selbst macht und gemacht bekommt. Also es ist tatsächlich so gewesen, wir hatten unsere Traumimmobilie schon so gefunden. Sie hat uns super gefallen und wir haben uns da schon auf dem Sofa sitzen sehen, waren gedanklich schon eingezogen und dann hat sie uns wirklich jemand vor der Nase weggeschnappt. Ein paar Tage vorher hat sich ein Pärchen entschieden und das Ganze ist für uns wirklich wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Da waren wir sehr enttäuscht. Bitter eigentlich, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man eine Zeit braucht, um sich klar zu werden, zum Nachdenken, dann sollte man sich die bei so einer Investition auch unbedingt nehmen und sich da nicht unter Druck setzen lassen. Leicht gesagt, schwer umzusetzen. Das junge Paar ist hin und her gerissen. Ein älteres Haus kaufen oder doch selbst bauen? Die Alternative bei kleinem Budget, die Eigentumswohnung, doch Vorsicht. In diesem Häuserkomplex in der Nähe von Düsseldorf hat Pierre Schmidt vor 3 Jahren eine Maisonette-Eigentumswohnung gekauft. Seine Mutter Ilona Klabunde und seine 21-jährige Schwester Alicia wohnen hier. Das ist jetzt der Schimmel da an der Tapete noch, oder? Ja, sicher. Das war der ganze Schimmel. 120.000 Euro hat die Wohnung gekostet. Gut angelegtes Geld schien es. Doch jetzt steht der 28-Jährige vor den Trümmern seiner Wohnung. Mit einem kleinen Schimmelfleck begann vor 2 Jahren der Albtraum. Wie man hier auch sehr gut sieht, ist da draußen gucken und hier kommt auch die Feuchtigkeit rein. Ist natürlich dann die Wände hochgestiegen, wie man hier sieht, schon alles komplett verrostet. Daraufhin hatte ich den Verwalter informiert. Dann hieß es, durch falsches Lüften wären Schimmel entstanden und wenn, dann wäre ich dafür verantwortlich und ich müsste den Putz dann austauschen. Die Verwaltung äußert sich schriftlich. Zitat, wir konnten feststellen, dass schlechte Lüftungsverhältnisse herrschten. Des Weiteren müssen wir heute noch feststellen, dass das Fenster im Erdgeschoss ständig auf Kippe geöffnet ist. Ist schlechtes Lüften alleine schuld an der Misere? Es stehen Aussage gegen Aussage. Schwester Alicia lüftet ihrer Meinung nach richtig. Mit Spiritus und Plastiktüten rückt sie den Schimmelsporen zu Leibe. Die gesundheitlichen Probleme nehmen zu. Also ich bin schon öfters erkältet, habe Kopfschmerzen, jetzt seit knapp 3-4 Monaten auch starken Haarausfall.
sodass ich halt eben Medikamente nehmen muss dagegen. Lüften löst das Problem nicht. Pierre Schmidts Vermutung, der Balkon ist undicht. Er will schnell handeln und entfernt im Sommer 2012 die Fliesen und die Bodenabdichtung des Balkons. Ein Fehler, denn die Balkonabdichtung zählt zum Gemeinschaftseigentum. Pierre Schmidt hätte vorher alle Miteigentümer fragen müssen, die normalerweise durch eine Verwaltung vertreten werden. Er ging aber davon aus, dass der komplette Balkon inklusive Abdichtung zu seiner Eigentumswohnung zählt, dem sogenannten Sondereigentum. Denn Sondereigentum betrifft nur den Wohnungseigentümer. Ein häufiger Fehler. Fachanwalt Markus Holacek vertritt viele Eigentümer. Und so ist es beim Balkon zum Beispiel so, dass der oberste Plattenbelag Sondereigentum ist, aber die konstruktiven Teile, wie zum Beispiel die Außenbrüstung oder auch der Estrich, dann Gemeinschaftseigentum ist. Ja. Und das ist die Aufgabe des Juristen, dann die Rechtsprechung zu wälzen und zu schauen, was wird dem Gemeinschaftseigentum und was dem Sondereigentum zugeordnet. Man kann es im Prinzip so sagen, alles, was die Außenansicht des Gebäudes auch nur irgendwie verändert, muss von allen Eigentümern genehmigt werden. Das Anbringen einer Markise, das Aufstellen von Terrassenabgrenzungen und sogar das Installieren einer Satellitenschüssel oder einer Klimaanlage, alle Eigentümer müssen zustimmen. Das Gemeinschaftseigentum geht sogar bis in die eigenen vier Wände. Das wissen die wenigsten. Auch alle konstruktiven Teile in der Wohnung sind zustimmungsbedürftig. Bedeutet, wenn Sie an einer tragenden Wand in der Wohnung irgendetwas vornehmen, müssen Sie die Zustimmung aller Wohnungseigentümer einholen. Das gestaltet sich schwierig für Pierre Schmidt. Einige Miteigentümer liegen im Streit miteinander. Eigentümerversammlungen fanden nur unregelmäßig statt, da ein Gerichtsverfahren lange Zeit anhängig war. Diverse Anwälte sind eingeschaltet. Pierre Schmidt und seiner Familie hilft das wenig. Mittlerweile hängt sogar der Haussegen schief. Ja, die Streitereien entstehen jetzt auch mit meinem Sohn dadurch, dass ich eben sage, er möchte doch bitte mehr Druck machen und soll eben mehr dahinterher sein, dass das ein bisschen schneller vonstatten geht. Das verärgert natürlich sehr. Wenn ich das vorher alles gewusst hätte, hätte ich diese Wohnung nicht gekauft mit dem ganzen Ärger. Sicher, man kann nie wissen, man kann immer was sein. Wenn das schnell erledigt wird, ist das ja das kleinste Problem. Aber jetzt den Ärger zu haben, immer telefonieren, immer schreiben, ich hätte es definitiv nicht gemacht, wenn ich das vorher gewusst hätte. Markus Holacek rät dazu, vor dem Kauf einer Eigentumswohnung eine passende Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Und vor dem Kauf muss man unbedingt Einblick in die Teilungserklärung nehmen. Bei den Teilungserklärungen, die übrigens bei jedem Grundbuchamt einzusehen sind, für jeden Wohnungseigentümer, das ist die absolute Grundlage für das Verhältnis der Eigentümer untereinander. Die Teilungserklärung in Verbindung mit den Aufteilungsplänen legt die genaue Zuteilung von Wohnungseigentum und Gemeinschaftsflächen fest. Rechte und Pflichten sollten klar sein. Aber auch das Persönliche ist wichtig. Wichtig ist die Information über die Hausverwaltung. Denn der Ärger mit der Verwaltung ist einer unserer Hauptstreitpunkte, den wir bearbeiten. Und dann, wenn es geht, eine Einschätzung, mit welchen Menschen habe ich es in dieser Eigentümergemeinschaft zu tun. Alle abends einladen, bekochen und dass die mich alle mögen, weil dann ist die Grundlage für ein gutes Miteinander eigentlich gelegt. Pierre Schmidt will sich bezüglich des Schimmelbefalls nun mit dem Verwalter der Eigentümergemeinschaft auf einen Kompromiss einlassen. Eine Chance, das Schimmelproblem zu lösen, wenn auch teuer. Wir haben jetzt vor kurzem eine Einigung geschlossen, dass er den Balkon, also die Abdichtung und den Estrich wieder herrichtet. Ich muss den Balkon dann neu fliesen. Hier drinnen werden dann beide Wände von der Fachfirma, die er beauftragt, verputzt. Und auf den restlichen Schaden bleibe ich dann erstmal sitzen. Das heißt, sprich, die Fliesen tapezieren und sowas. Aber irgendwie muss ich ja handeln, weil es verfällt immer weiter. Von der Wohnsituation gesehen ist meine Hoffnung, dass es endlich mal bald hier wohnlich wird und wieder gemütlich, dass man normal leben kann. Pierre Schmidt, seine Schwester und seine Mutter. Dass das Wort Eigentum in Eigentumswohnung so wenig bedeutet, das haben sie gelernt. Noch ein Risiko, auch für Hauseigentümer, die Nebenkosten. Miriam Frank und ihr Verlobter Stefan Schindelmann sind immer noch auf der Suche.
Diesmal im Fokus ein Haus aus den 80ern. Also von innen hatten wir es noch nicht gesehen, nur ein Bild von außen. Die Lagebeschreibung gefällt uns sehr gut. Und zwar wollen wir das heute zusammen mit einem Energieexperten tun. Einfach um gleich von Anfang an ein paar Tipps zu bekommen, worauf man achten soll, wo eventuell Schwachstellen sind, wenn wir renovieren, wie wir es machen sollen. Das Paar trifft den Energie- und Immobilienexperten Matthias Reiß. Ja, wir sind gespannt, ja? Super, dass es geklappt hat. Ziel des Besuchs: zu erkennen, wo die Schwachstellen an dem fast 30 Jahre alten Haus liegen. Gerade hier diese Anstoßbereiche sind in der Regel mit Wärmebrücken versehen. Was ist denn eine Wärmebrücke? Wir haben einen Wärmestrom vom Warmen zum Kalten. Die Wärmebrücke bringt eigentlich zum Ausdruck, dass hier ein Energiefluss in einem etwas höheren Maße ist. Wie eine Brücke über einen Fluss, dort wird eigentlich die Energie leichter von innen nach außen geführt. Okay. Experten sprechen dann von einer Wärmebrücke, wenn Wärme an Schwachstellen stärker nach außen transportiert wird als durch angrenzende Bauteile. Fließt die Wärme schnell ab, kann man das sogar fühlen. Wärmebrücken haben immer dann auch eine dramatische, in Anführungsstrichen, Auswirkung. Durch die geringeren Oberflächentemperaturen auf der Innenseite ist nicht auszuschließen, dass sich dort Kondensat, Feuchtigkeit bildet. Da, wo Feuchtigkeit ist und eine gewisse niedrige Temperatur, ist der Schimmel nicht weit. Mhm. Wir merken es immer an der Kühle an der Wand. Das heißt, auf diese Flächen, wenn man dann die Hand einfach auflegt, dann kann man das auch deutlich spüren, den Unterschied? Ganz genau. Bei einer Erstberatung, Kosten rund 480 Euro, wird ein Haus unter die Energielupe genommen. Aber Sie sehen gleich, da kommt sofort die kalte Luft raus. Mhm. Ja, wir haben auch hier der Versuch einer Dämmung. Also wir Energieberater würden ketzerisch sagen, das ist eigentlich nichts. Mhm. Und Sie sehen auch, dass im Innenbereich da schon ganz andere Dämmstoffdicken benutzt wurden. Ja. Das ist jetzt schon in Ordnung, aber heute bauen wir da ganz anders. Das heißt dann aber auch wirklich, dass es dann im Vergleich zu heutigen Bauten trotzdem meilenweit entfernt ist. Ja. Kein Wunder. Energiebewusstes Bauen ist erst seit knapp 15 Jahren ein Thema. Seitdem setzt der Staat die Energiestandards über seine Förderbank KfW. Für Neubauten, die wenig Energie verbrauchen, gibt es Zuschüsse oder günstige Kredite. Andere Förderprogramme unterstützen energiesparende Renovierungsmaßnahmen bei Altbauten. Also wir haben im Grunde genommen bei den KfW-Mitteln immer eine relativ Bandbreite. Das heißt, wir haben Töpfe, die billige Mittel zur Verfügung stellen, sowohl beim Kauf als auch bei der Sanierung. Genauso haben wir aber auch Zuschusstöpfe. Das heißt, du musst etwas mehr tun, als notwendig ist, bekommst dann aber von uns zum Beispiel einen Tilgungszuschuss. Das junge Paar entscheidet sich gegen diesen Altbau. Denn ein altes Haus wird niemals so wenig Energie verbrauchen, wie es sich Stefan und Miriam für die Zukunft wünschen. Man hat auch eine Verantwortung für seine Kinder und für die Umwelt, die man den Kindern hinterlässt. Und insofern finde ich nachhaltiges Bauen und energiebewusstes Bauen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wenn man die Möglichkeit hat, das von vornherein so zu entscheiden, warum sollte man sich dagegen entscheiden? Die Förderung durch die KfW ist ein kompliziertes Thema. Förderprogramme und Richtlinien ändern sich ständig. Matthias Reiß hilft, im Förderdschungel den Überblick zu behalten. Wir haben immer zwei Betrachtungen. Das eine ist, wie viel Energie verbrauchen wir? Hier immer auf die Primärenergie bezogen. Mhm. Und wie viel Energie wird im Grunde genommen durch das Haus verloren? Das ist die Transmission des Gebäudes. Okay. Die Förderung orientiert sich am vorgeschriebenen Energiemindeststandard. Wird der zu 100% erfüllt, spricht man vom KfW 100 Haus. Ein KfW 70 Haus verbraucht nur 70% der Energie, fast ein Drittel weniger. Das KfW 55 Haus bringt sogar eine Energieeinsparung von 45%. Je geringer der Verbrauch, desto besser die Förderung. Doch damit steigen auch die Baukosten. Ob sich dieser Mehraufwand wirklich lohnt, um einen günstigen Kredit oder einen Zuschuss zu bekommen, das errechnen Energieberater. Also für mich war das jetzt auch das letzte Puzzleteil in einer guten Beratung, sage ich jetzt mal. Ja, und jetzt sind wir eigentlich gut gerüstet und können wirklich in die konkrete Umsetzung gehen. Und eigentlich können wir es auch kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Vorbereitung ist alles. Miriam Frank und Stefan Schindelmann sind jetzt gut informiert. Sie haben alles dafür getan, dass aus ihrem Traumhaus kein Albtraum wird. Gekommen. Sie können sich das Haus zehnmal angucken und sehen einfach die Probleme nicht, die vielleicht hinter Tapeten oder wo auch immer lauern.
und also auf jeden Fall immer einen Sachverständigen dabei haben. Sigrid und Klaus Schlenk wissen, was sie falsch gemacht haben. Eine übereilte Entscheidung mit fatalen Konsequenzen. Kostenfallen lauern überall, gerade beim Hauskauf. Bei Immobilien legen die meisten ihr Geld an und müssen noch einen Kredit aufnehmen. Miriam Frank und Stefan Schindelmann halten am Hauswunsch fest, haben aber Abstriche am Traumhaus vorgenommen. Ich glaube, ich muss mich von einigen Vorstellungen verabschieden, die ich hatte. Also der eigene Pool im Garten wird es nicht werden. Der aber begehbare Lagerschrank. Das sind jetzt nur noch 40 Quadratmeter statt ursprünglich 50. Genau. Nein, es ist schon besser. Unter Vernunftaspekten, die man ja auch betrachten muss. Und wer weiß, was passiert, wenn einer von uns beiden wirklich mal arbeitslos werden würde. Das wäre nicht auszudenken. Und dann würden wir vielleicht alles verlieren. Also lieber ein bisschen tiefer stapeln und dafür auf Sicherheit. Wie viel Geld müssen Sie sich leihen? Und welche Art von Kredit passt zu den beiden? Wichtig ist, keine Angst vor großen Zahlen. Wir gehen aus von einem Kaufpreis insgesamt von 350.000 Euro. Dann haben wir Nebenkosten, Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch und so weiter, die wir mit Größenordnung 5% berechnen müssen, wären 17.500 Euro. Mhm. Ich würde das zur Sicherheit gerne aufrunden auf 20.000 Euro. Nebenkosten. Macht 370.000 Euro. Mit 100.000 Eigenkapital fehlen dem Paar also noch 270.000 Euro. Hier kommt die Bank ins Spiel. Gegen eine festgelegte monatliche Zinszahlung stellt die Bank solche Summen zur Verfügung. Dazu kommt die monatliche Tilgungsrate, die die Schulden abbaut. Für Ihr Traumhaus entstehen folgende monatliche Ausgaben. Bei der momentanen Zinslage kostet der Kredit pro Jahr 13.500 Euro. Die monatliche Belastung liegt bei 1.125 Euro. Die anfängliche Tilgung mit 2% ist relativ hoch. Normalerweise sagt man 1%, 1,5%. Hintergrund ist, dass das deswegen so hoch gewählt wurde, damit die Darlehenslaufzeit überschaubar bleibt. Mit diesen 2% ist das Paar nach 30 Jahren schuldenfrei. Weil wenn wir hier auf 1% beispielsweise nur gingen, hieße das 46 Jahre. Die liebe Zeit. Das ist eine ganze Menge. Absolut. Jedenfalls noch mal anstrengen. Ne? Ja, genau. Die beiden wären dann 81 Jahre alt. Die Beispielfinanzierung ist noch nicht beendet, denn es gibt noch einen Haken. Allerdings, wenn wir Ihre Belastung uns anschauen wollen, ist die Rechnung hier noch nicht zu Ende. Wir müssen noch zwei wichtige Punkte. Sage ist gut, eigentlich ein Traum. Das hat mir einfach ringsherum gut gefallen, der Grundschnitt. Ja, lieber auf den ersten Blick, ja, waren schon noch einige Dinge dran zu machen. Aber das war mir auch bereit, das zu tun, ja. Der Kaufvertrag wird alleine von Sigrid Schlenk unterschrieben, während ihr Mann noch den Umzug aus Griechenland plant. Sigrid Schlenk ist glückliche Besitzerin. Doch der muffige Geruch will nicht verschwinden. Sie bekommt den Tipp, die Nordwand des Hauses genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben dann die Tapete abgemacht an dieser Wand und es war schlimm, es hat gerochen und dann habe ich gesehen, was Sache ist. Man hat unten diesen Wasserverlauf gesehen, wo Wasser eingedrungen ist wohl in dieser Wand. Es hat ganz, ganz schlimm gerochen und dann war mir klar, dass ich Mist gekauft habe. Es riecht eigentlich, ich sage immer wieder, bei der Steindekete im Schrank. Das Schlimme ist, der Geruch ist in dieser Steinwolle. Das, was als Isolierung im Fertighaus ja immer drin ist und das sehr, sehr langsam erst wieder rausdiffundiert. Das ist ja nur ein Teil der ganzen Problematik. Die andere Problematik ist, tritt in dem Fall zusammen auf, ist der Schimmel. Und der Schimmel ist natürlich gesundheitsschädlich. Sie beauftragen die Baubiologin Dr. Kerstin Volkenand mit der Ursachenforschung. Das Ehepaar hofft, dass sich das Problem mit geringem Aufwand beseitigen lässt. Doch die Expertin hat schlechte Nachrichten. Kurz gefasst konnte man eigentlich sagen, dass das leider ein Fehlkauf war. Sie müssen eigentlich, um in dieser Immobilie wohnen zu können, unheimlich viel Geld reinstecken, um tatsächlich die bewohnen zu können. Die geschätzten Sanierungskosten alleine für die Nordwand zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Und das ohne Garantie, dass der muffige Geruch wirklich verschwindet. Mögliche Ursache? Es handelt sich um ein Fertighaus aus den 70er Jahren.
Gerade bei Fertighäusern kann es eben auch sein, dass der Geruch durch sogenannte Chloranisole zustande kommt. Chloranisole selbst gelten heutzutage eigentlich nicht als schädlich. Das Problem ist die Quelle, aus denen diese Chloranisole entstehen. Die entstehen nämlich aus Holzschutzmitteln, die eingebracht worden sind in das Ständerwerk. Und zwar aus chlorhaltigen Holzschutzmitteln, zum Beispiel das Pentachlorphenol. Kurz PCP genannt. Die Herstellung und Verwendung ist seit 1989 in Deutschland verboten. Dieses Holzschutzmittel wird, nachdem Feuchtigkeit eingedrungen ist, durch Mikroorganismen zersetzt und dann entstehen eben diese Chloranisole. Und das muss man ganz, ganz, ganz nachhaltig sanieren. Also das ist ein ganz großer Bauschaden. Das Ehepaar Schlenk versucht, eine Rückabwicklung des Kaufvertrages zu erreichen. Vergeblich. Eingezogen sind Sigrid Schlenk und ihr Mann Klaus nicht. Sie wohnen jetzt lieber im Wohnmobil. Wenn ich in das Haus eingezogen wäre, hätte ich gesundheitliche Probleme mitrechnen müssen, weil diese ganzen Schimmelpilze, die nach den Ärger zu haben, immer telefonieren, immer schreiben. Ich hätte es definitiv nicht gemacht, wenn ich das vorher gewusst hätte. Markus Holacek rät dazu, vor dem Kauf einer Eigentumswohnung eine passende Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Und vor dem Kauf muss man unbedingt Einblick in die Teilungserklärung nehmen. Bei den Teilungserklärungen, die übrigens bei jedem Grundbuchamt einzusehen sind, für jeden Wohnungseigentümer, das ist die absolute Grundlage für das Verhältnis der Eigentümer untereinander. Die Teilungserklärung in Verbindung mit den Aufteilungsplänen legt die genaue Zuteilung von Wohnungseigentum und Gemeinschaftsflächen fest. Rechte und Pflichten sollten klar sein. Aber auch das Persönliche ist wichtig. Wichtig ist die Information über die Hausverwaltung. Denn der Ärger mit der Verwaltung ist einer unserer Hauptstreitpunkte, den wir bearbeiten. Und dann, wenn es geht, eine Einschätzung, mit welchen Menschen habe ich es in dieser Eigentümergemeinschaft zu tun. Alle abends einladen, bekochen und dass sie mich alle mögen, weil dann ist die Grundlage für ein gutes Miteinander eigentlich gelegt. Pierre Schmidt will sich bezüglich des Schimmelbefalls nun mit dem Verwalter der Eigentümergemeinschaft auf einen Kompromiss einlassen. Eine Chance, das Schimmelproblem zu lösen. Wenn auch teuer. Wir haben jetzt vor kurzem eine Einigung geschlossen, dass er den Balkon, also die Abdichtung und den Estrich wieder herrichtet. Ich muss den Balkon dann neu fliesen. Hier drinnen werden dann beide Wände von der Fachfirma, die er beauftragt, verputzt. Und auf den restlichen Schaden bleibe ich dann erstmal sitzen. Das heißt, sprich, die Fliesen tapezieren und sowas. Aber irgendwie muss ich ja handeln, weil es verfällt immer weiter. Von der Wohnsituation gesehen ist meine Hoffnung, dass es endlich mal bald hier wohnlich wird und wieder gemütlich, dass man normal leben kann. Pierre Schmidt, seine Schwester und seine Mutter. Dass das Wort Eigentum in Eigentumswohnung so wenig bedeutet, das haben sie gelernt. Noch ein Risiko, auch für Hauseigentümer, die Nebenkosten. Miriam Frank und ihr Verlobter Stefan Schindelmann sind immer noch auf der Suche. Diesmal im Fokus ein Haus aus den 80ern. Also von innen hatten wir es noch nicht gesehen, nur ein Bild von außen. Die Lagebeschreibung gefällt uns sehr gut. Und zwar wollen wir das heute zusammen mit einem Energieexperten tun. Einfach um gleich von Anfang an ein paar Tipps zu bekommen, worauf man achten soll, wo eventuell Schwachstellen sind, wenn wir renovieren, wie wir es machen sollen. Das Paar trifft den Energie- und Immobilienexperten Matthias Reis. Ja, wir sind gespannt, ja? Super, dass es geklappt hat. Ziel des Besuchs, zu erkennen, wo die Schwachstellen an dem fast 30 Jahre alten Haus liegen. Gerade hier dieser Anstoß. Ja, den Balkon, also die Abdichtung und den Estrich wieder herrichtet. Ich muss den Balkon dann neu fliesen. Hier drinnen werden dann beide Wände von der Fachfirma, die er beauftragt, verputzt. Und auf den restlichen Schaden bleibe ich dann erstmal sitzen. Das heißt, sprich, die Fliesen tapezieren und sowas. Aber irgendwie muss ich ja handeln, weil es verfällt immer weiter. Von der Wohnsituation gesehen ist meine Hoffnung, dass es endlich mal bald hier wohnlich wird und wieder gemütlich, dass man normal leben kann. Pierre Schmidt, seine Schwester und seine Mutter. Dass das Wort Eigentum in Eigentumswohnung so wenig bedeutet, das haben sie gelernt. Noch ein Risiko, auch für Hauseigentümer, die Nebenkosten.
Miriam Frank und ihr Verlobter Stefan Schindelmann sind immer noch auf der Suche. Diesmal im Fokus ein Haus aus den 80ern. Also von innen hatten wir es noch nicht gesehen, nur ein Bild von außen. Die Lagebeschreibung gefällt uns sehr gut. Und zwar wollen wir das heute zusammen mit einem Energieexperten tun. Einfach um gleich von Anfang an ein paar Tipps zu bekommen, worauf man achten soll, wo eventuell Schwachstellen sind, wenn wir renovieren, wie wir es machen sollen. Das Paar trifft den Energie- und Immobilienexperten Matthias Reis. Ja, wir sind gespannt, ja? Super, dass es geklappt hat. Ziel des Besuchs: zu erkennen, wo die Schwachstellen an dem fast 30 Jahre alten Haus liegen. Gerade hier diese Anstoßbereiche sind in der Regel mit Wärmebrücken versehen. Was ist denn eine Wärmebrücke? Wir haben einen Wärmestrom vom Warmen zum Kalten. Die Wärmebrücke bringt eigentlich zum Ausdruck, dass hier ein Energiefluss in einem etwas höheren Maße ist. Wie eine Brücke über einen Fluss, dort wird eigentlich die Energie leichter von innen nach außen geführt. Okay. Experten sprechen dann von einer Wärmebrücke, wenn Wärme an Schwachstellen stärker nach außen transportiert wird als durch angrenzende Bauteile. Fließt die Wärme schnell ab, kann man das sogar fühlen. Wärmebrücken haben immer dann auch eine dramatische, in Anführungsstrichen, Auswirkung. Durch die geringeren Oberflächentemperaturen auf der Innenseite ist nicht auszuschließen, dass sich dort Kondensat, Feuchtigkeit bildet. Da, wo Feuchtigkeit ist und eine gewisse niedrige Temperatur, ist der Schimmel nicht weit. Und wir merken es immer an der Kühle an der Wand. Das heißt, auf diese Flächen, wenn man dann die Hand einfach auflegt, dann kann man das auch deutlich spüren, den Unterschied? Ganz genau. Bei einer Erstberatung, Kosten rund 480 Euro, wird ein Haus unter die Energielupe genommen. Aber Sie sehen gleich, da kommt sofort die kalte Luft raus. Mhm. Ja, wir haben auch hier der Versuch einer Dämmung. Also wir Energieberater würden ketzerisch sagen, das ist eigentlich nichts. Und Sie sehen auch, dass im Innenbereich da schon ganz andere Dämmstoffdicken benutzt wurden. Das ist jetzt schon in Ordnung, aber heute bauen wir da ganz anders. Das heißt dann aber... Miriam Frank und ihr Verlobter Stefan Schindelmann sind immer noch auf der Suche. Diesmal im Fokus ein Haus aus den 80ern. Also von innen hatten wir es noch nicht gesehen, nur ein Bild von außen. Die Lagebeschreibung gefällt uns sehr gut. Und zwar wollen wir das heute zusammen mit einem Energieexperten tun. Einfach um gleich von Anfang an ein paar Tipps zu bekommen, worauf man achten soll, wo eventuell Schwachstellen sind, wenn wir renovieren, wie wir es machen sollen. Das Paar trifft den Energie- und Immobilienexperten Matthias Reis. Ja, wir sind gespannt, ja? Super, dass es geklappt hat. Ziel des Besuchs: zu erkennen, wo die Schwachstellen an dem fast 30 Jahre alten Haus liegen. Gerade hier diese Anstoßbereiche sind in der Regel mit Wärmebrücken versehen. Was ist denn eine Wärmebrücke? Wir haben einen Wärmestrom vom Warmen zum Kalten. Die Wärmebrücke bringt eigentlich zum Ausdruck, dass hier ein Energiefluss in einem etwas höheren Maße ist. Wie eine Brücke über einen Fluss, dort wird eigentlich die Energie leichter von innen nach außen geführt. Okay. Experten sprechen dann von einer Wärmebrücke, wenn Wärme an Schwachstellen stärker nach außen transportiert wird als durch angrenzende Bauteile. Fließt die Wärme schnell ab, kann man das sogar fühlen. Wärmebrücken haben immer dann auch eine dramatische, in Anführungsstrichen, Auswirkung. Durch die geringeren Oberflächentemperaturen auf der Innenseite ist nicht auszuschließen, dass sich dort Kondensat, Feuchtigkeit bildet. Da, wo Feuchtigkeit ist und eine gewisse niedrige Temperatur, ist der Schimmel nicht weit. Und wir merken es immer an der Kühle an der Wand. Das heißt, auf diese Flächen, wenn man dann die Hand einfach auflegt, dann kann man das auch deutlich spüren, den Unterschied? Ganz genau. Bei einer Erstberatung, Kosten rund 480 Euro, wird ein Haus unter die Energielupe genommen. Aber Sie sehen gleich, da kommt sofort die kalte Luft raus. Ja, wir haben auch hier der Versuch einer Dämmung. Also wir Energieberater würden ketzerisch sagen, das ist eigentlich nichts. Und Sie sehen auch, dass im Innenbereich da schon ganz andere Dämmstoffdicken benutzt wurden. Das ist jetzt schon in Ordnung, aber heute bauen wir da ganz anders. Das heißt dann aber auch wirklich, dass es dann im Vergleich zu heutigen Bauten trotzdem meilenweit entfernt ist? Ja. Kein Wunder. Energiebewusstes Bauen ist erst seit knapp 15 Jahren ein Thema. Seitdem setzt der Staat die Energiestandards über seine Förderbank KfW. Für Neubauten, die wenig Energie verbrauchen, gibt es Zuschüsse oder günstige Kredite. Andere Förderprogramme unterstützen energiesparende Renovierungsmaßnahmen bei Altbauten. Also wir haben
im Grunde genommen bei den KfW-Mitteln immer eine relativ Bandbreite. Das heißt, wir haben Töpfe, die billige Mittel zur Verfügung stellen, sowohl beim Kauf als auch bei der Sanierung. Genauso haben wir aber auch Zuschusstöpfe. Das heißt, du musst etwas mehr tun, als notwendig ist, bekommst dann aber von uns zum Beispiel einen Tilgung. Auch gut zu wissen, dass wir dadurch diese Niedrigzinsphase vielleicht zwar verpassen, aber dass das eigentlich viel auch blindwürdiger Aktionismus ist, der momentan herrscht, wo alle denken, ich verpasse die Chance meines Lebens, wenn ich jetzt keine Immobilie kaufe. Miriam Frank und Stefan Schindelmann haben eine Hausaufgabe. Noch einmal in Ruhe durchrechnen, ob sich ein Kauf wirklich für sie lohnt. Traumschnäppchen oder Albtraumhaus? Die Grenze ist fließend. Eigentlich wollten Klaus und Sigrid Schlenk ein kleines Eigenheim beziehen. Doch jetzt ist das Rentnerpaar heimatlos, wohnt in einem Camper, zieht damit durch Europa. Nach 4 Jahren in Griechenland wollten Schlenks unbedingt zurück nach Deutschland. Sigrid Schlenk verliebte sich in ein Haus in Nordhessen. Das war total toll und ich habe das Haus zweimal besichtigt und als ich reingekommen bin, habe ich zwar was gerochen, aber es hieß, naja, das ist nur Muffgeruch, das muss gelüftet werden, das ist seit langem leer. Und ich habe mir das dann angeguckt und habe gesagt, das ist das Haus, okay, lüften wir, dann geht der Geruch raus und fertig. Der Preis stimmt, die Lage ist gut, eigentlich ein Traum. Das hat mir einfach ringsherum gut gefallen, der Grundschnitt. Ja, lieber auf den ersten Blick, ja, waren schon noch einige Dinge dran zu machen. Aber das war mir auch bereit, das zu tun, ja. Der Kaufvertrag wird alleine von Sigrid Schlenk unterschrieben, während ihr Mann noch den Umzug aus Griechenland plant. Sigrid Schlenk ist glückliche Besitzerin. Doch der muffige Geruch will nicht verschwinden. Sie bekommt den Tipp, die Nordwand des Hauses genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben dann die Tapete abgemacht an dieser Wand und es war schlimm, es hat gerochen und dann habe ich gesehen, was Sache ist. Man hat unten diesen Wasserverlauf gesehen, wo Wasser eingedrungen ist wohl in dieser Wand. Es hat ganz, ganz schlimm gerochen und dann war mir klar, dass ich Mist gekauft habe. Es riecht eigentlich, ich sage immer wieder, bei der Steindekete im Schrank. Das Schlimme ist, der Geruch ist in dieser Steinwolle. Das, was als Isolierung im Fertighaus ja immer drin ist und das sehr, sehr langsam erst wieder rausdiffundiert. Das ist ja nur ein Teil der ganzen Problematik. Die andere Problematik ist, tritt in dem Fall zusammen auf, ist der Schimmel. Und der Schimmel ist natürlich gesundheitsschädlich. Sie beauftragen die Baubiologin Dr. Kerstin Volkenand mit der Ursachenforschung. Das Ehepaar hofft, dass sich das Problem mit geringem Aufwand beseitigen lässt. Doch die Expertin hat schlechte Nachrichten. Kurz gefasst konnte man eigentlich sagen, dass das leider ein Fehlkauf war. Sie müssen eigentlich, um in dieser Immobilie wohnen zu können, unheimlich viel Geld reinstecken, um tatsächlich die bewohnen zu können. Die geschätzten Sanierungskosten alleine für die Nordwand zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Und das ohne Garantie, dass der muffige Geruch wirkt. Michael Huber ist seit 12 Jahren in der Beratung tätig und hat sich angewöhnt, Klartext zu reden. Das Paar bringt nur 10% Eigenkapital mit. Zu wenig. Ja, es sind gute 50.000, die wir angespart haben, plus dann nochmal ein gewisser Betrag, der nochmal on top zur Verfügung stünde, der sich liquidieren ließ. Also das ist jetzt kein direkt verfügbares Geld. Vermutlich werden Sie Banken finden, die Ihnen das finanziert. Ich will Ihnen aber ganz klar sagen, dass ich finde, dass das Eigenkapital zu gering ist. Wir empfehlen eigentlich zwischen 25% und 33%. Mindestens. Das Traumhaus muss also mindestens eine Nummer kleiner ausfallen. Einfach deswegen, weil die Planbarkeit natürlich in der heutigen Zeit von Einkommen, von Gehaltssteigerungen sehr, sehr schwer geworden ist. Weil in der heutigen Zeit es sehr wichtig ist, einen Puffer zu haben in dem Moment, wenn beispielsweise jetzt eine berufliche Auszeit ansteht im Zuge der Erziehung, in dem Moment, wo temporäre Arbeitslosigkeit droht, was heutzutage jeden betreffen kann. Also wir hätten uns einfach krass verkalkuliert, glaube ich, wenn wir diese Beratung nicht gehabt hätten. Insofern Gott sei Dank. Eine schonungslose Analyse der finanziellen Möglichkeiten. Viele Bauherren und Käufer verzichten darauf. Für Miriam Frank und ihren Verlobten heißt es nun, die Ansprüche runterschrauben, das Budget senken und bestenfalls das Eigenkapital erhöhen.
Vorsicht, Eigenheimbesitzer, auch an den Werterhalt und die Instandhaltung denken. Wer zur Miete wohnt, muss sich da keine Sorgen machen. In dem Moment, wo ich Mieter bin, und ich sage es jetzt mal etwas salopp, mir das Dach wegfliegt, rufe ich meinen Vermieter an und sage, ich brauche ein neues Dach. In dem Moment, wo ich Eigentümer bin und größere Reparaturen habe, kann das natürlich zu entsprechenden Kostenfolgen führen. Das junge Paar kommt ins Grübeln. Sollen sie wirklich kaufen oder doch lieber weiter zur Miete wohnen? Aber wie ist das mit der Niedrigzinsphase? Die ist ja dann vorbei. Wenn wir jetzt noch 5 Jahre in einer anderen Mietwohnung wohnen, um Eigenkapital aufzubauen, dann könnten wir ja da Pech haben. Niedrigzinsphase hin oder her, das allein ist noch nicht ausschlaggebend genug, um ein Objekt zu kaufen, wenn die Rahmenbedingungen ringsum nicht vollständig passen. Ich kann da aber ein Stück weit Entwarnung geben, weil diese Niedrigzinsphase auch dazu geführt hat, dass die Immobilienpreise sehr stark angestiegen sind. Möglicherweise sind in ein paar Jahren die Zinsen höher. Dafür fallen aber auch wieder die Immobilienpreise, weil die Nachfrage sinkt. Also unsere Vorgehensweise wird jetzt eine andere sein, weil das Budget, was wir uns eigentlich gesetzt hatten, nach den neuen Erkenntnissen dann doch relativ optimistisch war. Und wir